Mein Name ist Kurt Priebig. Ich bin seit 54 Jahren Pfadfinder. 1920 war ein Gimbal Park in England der erste Woodbridge-Kurs, wo also diese Abzeichen man erwerben konnte. Und ein Jahr später haben sich die ehemaligen Teilnehmer zu einer Wiedervereinigung am Wochenende getroffen. Für die heutige Gimbal-Reunion haben sich 171 Teilnehmer angemeldet. Es sind dies Führer, die hier im Lager anwesend sind und Woodbridge-Träger sind. Ich glaube, bei dem Ball hätte es Semaphore und Morse nicht in seine Erprobungen aufgenommen, wenn es damals einen Computer und ein Internet gegeben hätte. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Ne? Es ist eine Arbeitserleichterung und der Computer ist ein Werkzeug, das man halt in jedem Beruf braucht und auch die Pfadfinder brauchen moderne Werkzeuge. Ex des Segen und heute ist der Computer dazugekommen. 2/3 der Woodbridge-Träger sind noch aktive Führer. 1/3 hat sich aus Altersgründen zurückgezogen, trifft einander gern, aber akzeptiert eigentlich, was heute in der Pfadfinderei geschieht. Natürlich trauern sie ihrer eigenen Jugend oder ihrer eigenen Führerzeit nach. Und das darf man in Woodbridge-Nostalgie schon ein bisschen gestatten. Wer diesen Woodbridge-Kurs macht, macht nichts anderes als die höchste Stufe der normalen Führerausbildung. Es ist ja kein Exklusivclub, keine Akademie, nichts. Es ist eine Kursstufe.